Jetzt Hunt Down, ein kleines, lustiges, actiongeladenes Ballerspiel für zwischendurch hier bei mir. Damit gehen wir auch schon direkt ins Spiel. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. 17 Minuten habe ich noch, dann geht's hier wieder mit anderem Programm weiter. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal, dass das ein Spiel ist, was, glaube ich, sehr viel lustige Ideen zusammen vereint. Ich glaube, es ist eine Hommage an Actionfilme der 80er, 90er. Das kennt man mittlerweile, aber eben, es soll auch als Spiel gut funktionieren. Oh, könnt ihr die From the ruins of war arise a society fueled by greed. Profiteering mega corporations provide protection and jobs to anyone who abides by their policies. The alternative, a criminal path. Street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities. But there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship. They only pledge allegiance to the highest bidder. Their title, Bounty Hunter. Their only objective, Hunting Bounty. Hunt down. Okay, spielen wir mal. Geht auch für zwei. Ich habe leider nur, Moment, empfohlen für Anfänger, Highscore. Nee, schon normal. Hat auf jeden Fall echt gute Bewertung gehabt und viele haben geschrieben, dass das so ein richtig schöner, so ein Retro-Klassiker fast schon wäre. Also, ich bin mal gespannt. Bisher sieht es ein bisschen trashig aus, aber John Sawyer mit seinem kantigen Stahlkiefer, 148 Jahre alt. Killing time. Ein fliegender DeLorean. Die ganze Machart ist schon ziemlich cool. Wolfmother. Welcome back. It has been a long time since the company acquired your services. So, once again, you were personally selected for the job. We trust you are willing to accept. Yes, of course, Miss Rose. I had a feeling you'd say that. A mother knows her children. The hunt down is initiated. Our first matter is an urgent one. During the latest riot, a gang known as the Hoodlum Dolls somehow outwitted law enforcement and managed to seize control of a mechanized riot suit. Looks like an inside job to me. Apparently, he goes by the name of Troy Lawman. Additionally, the area you'll be headed to has a few minor bounties that are open to your discretion. I'll transfer you those that are in your direct vicinity. Downloading coordinates. The Hoodlum Dolls are unpredictable and strong in numbers. Get down there. Restore order. Hunt down this Troy Lawman and make Mother proud. Consider it done, Miss Rose. This piggy is going wee, wee, wee all the way home. Okay, geil. Also wenn man da nicht im Setting drin ist, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist wirklich stimmungsvoll ohne Ende. Ganz geil. Links auch der Zettel. Kaffee, Schmerztabletten, Handschellen. Nee, Handschellen brauche ich nicht. Stattdessen lieber noch mehr 44er. Und Katzenfutter natürlich. Und ein bisschen was zu saufen. So, Kriminalakte. Verbrechen, Körperverletzung, Vandalismus, Drogenschmuggel. Angel weiß, was Schmerzen sind. Insbesondere, wenn er sie verursacht. Bewaffnet mit Ketten und Messern. Verteilt dieser Gesetzesbrecher statt Liebe kräftige Hiebe. Ah, ist das geil. Also ich fühle mich hier sehr an, an so 2D-Prügler erinnert. Aber nee, es ist ein Ballerspiel. Okay. Mir kommen gerade so viele Flashbacks an Spiele, die so ähnlich waren. Aber mir fallen gerade keine Titel mehr ein. Aber es gab auf jeden Fall einige. Ach nun, nee, die sind scheinbar gut. Oder zumindest unbeteiligt. Die Kiste. Na gut, geht nicht. What are you shooting at, moron? Ha, riesige, geile Polizei-Max. Go, 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 go!
Adios. Läuft mir aber auch wirklich vor die Flinte. Ja, ich dachte, man kann mit dem irgendwas machen. Checkpoint. Connie's Surgery and Repair Service standing by. Okay, danke. Brauche ich aber nur nicht. Ah, der ist im Schatten. Alter. Got ya. Bam! Ich vergesse mal wieder, wie das Ding hieß. Blackthorn, Hawthorne, nee, ich glaube Blackthorn. Ich glaube, das war sogar von Blizzard. Auf jeden Fall war das halt auch mit so Schrotflinte und auch so ein 2D-Shooter. An den werde ich immer wieder denken. Ich mag die Art, wie es trotzdem so filmisch designt ist, obwohl es eindeutig natürlich ein normaler, simpler Shooter ist, einfach nur von links nach rechts gehend. Passiert einiges. Das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Was da unten? Ist da irgendwas? Ja, genau. Hab ich doch direkt gesehen. Diebesgut eingesammelt. Checkpoint. Kannst du hier irgendwie aufladen, repairen? Ja, mach das doch. Na gut, vielleicht macht das automatisch. Das erinnert mich auch ein bisschen jetzt an. Oh, geil. An Pro Protector natürlich. Links war noch ein Koffer, den habe ich jetzt leider vergessen. Oh, der arme Kerl. Aber er war doch Polizist. Ach komm, na gut, es war auch dumm, einen Baseballschläger zu nehmen, ne? Ach! Alles falsch gemacht. Goes the weasel. Ja, scheiße.
Shit, ich dachte, ich habe da noch ein bisschen mehr. Gerade so. Das war ein richtig schöner Endgegnerkampf. Die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Waffen. Dann kam, es war nie zu unfair, aber es kamen immer noch welche dazu. Hat mir gefallen. So, wir haben noch ein paar Minuten. Lass dich von Sid Handsomes gutem Aussehen nicht blenden. Dieser brutale Schläger ist jederzeit bereit, dir den Arsch aufzureißen. Das erinnert mich auch an ein paar so C64-Spiele, oder? Wobei, dafür ist die Optik eigentlich viel zu gut. Aber so gerade diese Titelbilder irgendwie, irgendwas reizt mich da. Okay, die Granaten müssen wir jetzt auch häufiger mal benutzen. Die haben wir, glaube ich, gerade eben gar nicht benutzt. Hey, da wollte ich nicht so viel Muni verbrauchen. Voll die Schrotflinte ins Gesicht. Was war denn drin? Wie bei Tarantino, keiner weiß, was drin ist. Ah, falsch, 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 falsch. Wie werfe ich nochmal Granaten? So? Das war klar. Da habe ich zu lange gewartet. Ach, da werde ich mal ausgespuckt. Ey! Shit. Mann! Ich kann ja nicht in Schutz irgendwie gehen. Mich schützen, meine ich. Dann werden wir nochmal gucken. Vielleicht nochmal gucken, wie das geht. Ah, ah! Nein! Jawohl! Das war echt knapp. Na komm! Gar nicht darunter. Okay. Keep getting better. Never had a chance. Okay, eine Gitarre, da bin ich ja mal gespannt. Ah, damit kann ich zuhauen. Ah, nein! Clean up on aisle 7. Ja, das war auch dumm, ey. Ich habe einfach aufgehört zu schießen, weil ich halt eben dachte, oh, wenn ich jetzt noch weiter schieße, dann explodiert wahrscheinlich gleich die rote Tonne. Restored.
must die, Collector. Oh, the old painless. Alter, wie scheiße, weil das so lang lädt, bis sie mal loslegt. Again and again. And again. Ah, die braucht einfach so lange. Okay, das sind noch den Endgegner machen wir noch. Sid Hampton. My knuckles were starting to itch. Mann, voll rein. Auch schön, wie da die Munition noch rumliegt. Ist das geil! Schnell mal geflext! Das sind Boomerang-Gewichte! Nein, hab das Gewicht abbekommen. Gewicht im Gesicht. Bounty collected. Geil. Okay, den hätten wir. Damit hören wir jetzt auch auf. Es würde der Bad Boy Bob kommen, aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Das Spiel heißt für alle, die es wissen wollen, Hunt Down. Viel Spaß damit. Finde ich sehr, sehr guter Titel. Laut Chat gerade zu 50% reduziert. Außerdem Zweispieler-Modus. Ich mag's sehr. Wir sehen uns ein andermal. Denkt an morgen Abend, dann gibt es After Dark mit mir und Us. Them vs. Us oder so. Auch sehr, sehr schöner Titel. Den spiele ich jetzt gleich noch weiter für euch ein. Es war schön mit euch. Bis dann. Einen frohen Montag wünsche ich.